Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Bullshit TV. Wir sind heute zu Besuch bei Marcel Jansen. Für eine neue Folge mit dem besten Opa der Welt. Und heute wollen wir ein bisschen was im Fußballbereich machen, Marcel. Du hast dich angeboten. Ja, ihr habt erzählt, ihr hattet einen Ausfall. Ich muss mir ja oft anhören von den Leuten, dass ich Fußballrentner bin und dass ich nicht nur das Rentnerdasein genieße, sondern auch was dafür tue. Wollen wir heute mal unter Beweis stellen. Machst du halt deinem Namen alle Ehre, ne? Ja, also ich bin fußballerisch nicht so begabt, deswegen hätte das nicht viel Sinn gemacht, wenn ich als Opa da auf den Platz steige. Und wenn wir schon mal einen ehemaligen Nationalspieler an Bord haben, dann müssen wir das auch nutzen, würde ich sagen. Und wir gehen gleich auf den Sportplatz, überraschen ein paar Kids. Ich glaube, die Leute werden sehr erstaunt sein, was der alte Mann noch so drauf hat. Let's go. So, der Marcel verwandelt sich gerade zum besten Opa. Ich bin sehr gespannt, wie er aussehen wird. Oh, da kommt er schon. Herrensmänner, wollen wir Fußball spielen oder nur vertellen? Ja? Ich würde sagen, wir gehen Fußball spielen. Ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt. Jetzt sehe ich es mal von außen. Du hast ja Fußball nie gelebt. Aber du zum Glück, ne? Ja. Und der Rudi Völler. Wer sowas macht, hat den Fußball nie geliebt. Da gehen wir mal raus und müssen zocken, ne? Gehen wir mal spielen, ne, mit der Kleber. So, Tapetenwechsel, wir sind jetzt hier auf dem Trainingsgelände vom SV Lörb, das ist der Christian. Wir sind hier beim Training von der D-Jugend und die denken einfach, dass wir hier so einen kleinen Dokumentarfilm über Jugendtraining machen. Der Christian ist natürlich eingeweiht und unser Opa Marcel Jansen läuft hier auch schon irgendwo rum. Der tut hier einfach so, als wäre er so ein schaulustiger alter Mann, der ein bisschen spazieren geht. Und gleich wird der Christian seine Jungs zusammenrufen und sagen, wir machen jetzt ein Trainingsspiel. Aber ein Spieler fehlt. Und damit es nicht so auffällt, wird er erstmal uns fragen, ob wir vielleicht Lust hätten, ein bisschen zu kicken. Wir sagen, nee, wir müssen filmen. Und dann kommt der Opa ins Spiel und dann wird er den Kids mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und darauf sind wir sehr gespannt. Christian, vielen Dank, dass wir das machen dürfen. Kein Problem. Und ich bin gespannt, wie es läuft. So, Bälle weg, Ball weg und dann kommen wir eben zusammen. So, komm, zack, zack. So, wir werden jetzt Testspiele machen. Wir werden drei Mannschaften bilden. Zwei Fünfer, ein Vierer-Team. Alle, die schon mal schwarz haben, gehen schon mal rüber. Jetzt ist schwarz. Tobias, Tobias, hey, Tobias, auch noch hier. Team, alle am rüber. Oh, jetzt haben wir einen Mann zu wenig für das dritte Team. Hat einer von euch Lust mitzukicken? Ich kann nicht, ich muss ja filmen. Also ich kann schlecht mitmachen. Also einer fehlt, ne? Einer fehlt. Von euch niemand, ne? Ihr müsst alle Kamera machen, ne? Okay, also hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Hat hier noch jemand Lust mitzuspielen? Wir brauchen noch einen Mann für das Video jetzt hier. Vielleicht einer von den Gästen oder so hier? Guck mal, der alte Mann hat sich gemeldet, aber der ist gleich ein bisschen zu alt. Ja, wie soll der denn schaffen? Sie wollen spielen? Ich bin der Wilfried. Bitte? Der Wilfried. Der Wilfried. Ist das okay, wenn der Wilfried mitspielt? Okay. Aber ja? müsst ihr ein bisschen langsamer machen, weil der ist ein bisschen älter, ne? Ist das okay für euch? Ja, Wilfried, dann. Nee, der ist schon ganz alt, der ist nicht so gut. Aber ihr seid ja gut, das heißt, ihr müsst ihm ein bisschen helfen, ja? Ist das meine Mannschaft? Das ist deine Mannschaft? Ja, dann würde ich sagen, fängt die Mannschaft auch an. Gegen die Mannschaft? Okay. Ja, Wilfried, ist das okay mit den Knochen auch? Ich bin zwar alt, aber schon Technik. Technik, okay. Dann gehen wir zu deinem Team. Jo, Jungs, passt bei ihm ein bisschen auf, der ist älter, ne? Wo wollt ihr spielen? Mittelfeld? Wir brauchen Mittelfeld und auch Abwehr. Glaubt ihr, der alte Mann kann was? Ich denke. Ja? Ich denke, die putzen mal. Meint ihr, der ist schneller als ihr? Nee. Ich glaube auch nicht. Der sieht sehr langsam aus, ne? Okay, los geht's. Isa. Oh, der kann ja gar nicht laufen. Gut so, gut so. Hat das Hochfahren. Oh, das ist Pech. Kein Problem, krieg mal. Oh, die sind auch schnell. Komm, wie langsam der ist. Ja. Wie lange spielen wir denn? Ja, schon noch so 10 Minuten. Okay. Schaffen sie das? Ja, kriegen wir hin. Ist das 2-0? Aber die Schuhe sind auch scheiße. Komm, Alexander! Ach, Winfried! Ah, Torwart, gut. So, jetzt bieten wir dem Winfried die magischen Schuhe an und dann wird sich alles bessern. Entschuldigung, das sind doch willst sind du meine haben? Ich brauch die, ich spiele ja nicht mit. Habt ihr noch Schuhe? Was hast du denn für eine Größe? Da ist das so 44. Ja, ist 44,5, das müsste passen. Ja, so, komm, dann wechseln wir meine. Ja, kann da ein Ersatz mitspielen? Na, eine kurze Unterbrechung, Herr Winfried braucht andere Schuhe, ja? Die können sich ja weiter auf Wagen laufen. Ihr könnt aber weiterspielen, der war ja eh keine Verstärkung. Hör mal, Winfried, das war ja gar nichts bisher. Das tut mir schon leid für die Kinder. Konditionen schwierig, ne? Das war schon immer mein Problem. Ja. War schon immer mein Problem. Ich hab das Gefühl, du liebst den Fußball doch nicht. Nee, das haben Leute schon vor mir erkannt. Da brauchst du eine Aspirin von der Bayer Werke. Dann lübt das, Jungs. Aber ohne.
Also glaubst du echt, dass es an den Schuhen liegt? Ich denke. Mein Trainer hat immer gesagt, Junge, wenn es am Regnen ist, da brauchst du den Stollenschuh. Jetzt komme ich hier mit der Samba. Mit der Samba. Und dann wird Samba getanzt auf dem Feld. Ja, die Kinder sind auch schon ein bisschen enttäuscht. Du warst schon die Schwachstelle, finde ich, in der Abwehr. Das müssen wir ändern. Sind wir bereit? Junge, in meinem Alter. Immer bereit. Bis ich mache. So, wir können wechseln. Der Winfried hat jetzt die besseren Schuhe an. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Bist du bei mir? Nein. Doch. Hoppala. Gut, kann der spielen? Ja. Habt ihr den Trick abgesehen? Ja. War gut, ne? Aber er ist trotzdem noch sehr langsam, ne? Oh nee, Männer attackieren! So, Winfried, jetzt mal Vollgas! Komm, einmal 2 Minuten alles geben jetzt! Das sagst du zu leicht. Super, Winfried! Schnell! Torgefahr wie von mir aus. Früher war das alles anders. Ja. Winfried, das war eine gute Leistung. Danke, danke. Hast aber nochmal alles gegeben auf deine. Ja. Die Jungen sind topfit. Die Hose ist gerissen. Ja. Alles geholfen. Warte mal. Oh! Das ist Einsatz. Das ist wirklich Einsatz. Das ist Einsatz. Hose gerissen beim Winfried. Hat er gut gespielt? Ja. Ja, oder? Ja. Sehr gut als alter Mann. Komm, Winfried, dann ruh dich erstmal aus. Ihr könnt weitermachen. Herr Winfried macht eine kurze Pause, ja? Warum sind Ihre Augen so weit nach innen? Er ist schon ganz alt. Meine Augen sind ganz nach innen. Mhm, das ist aber ein ganz alt Kind, dann passiert das. 85, Junge. Er ist schon 85. Er ist 85? Mhm. Warum? Ja. Wenn ich das wüsste, frag meine Mutter. So, der Winfried gibt's jetzt gut. Sprich, er nimmt die Maske ab und kommt dann als Marcel Jansen wieder. Und das wird dann, glaube ich, nochmal eine nette Überraschung für die Kinder. Mal gucken, wie sie reagieren. Bitte einen schönen Abschluss. Und, Marcel bzw. Winfried. Hör mal, Winfried, du hast aber eine gute Anti-Aging-Creme aufgetragen. Hör mal, in Hamburg, da hier wird gut nie. Da hier wird alles. Da gibt alles, ne? So, Männer, was ist hier los jetzt? Wer gewinnt denn? Hat einer den Winfried gesehen? Der hat eben noch mitgespielt, wusste er.
Schlimm ist, der Winfried hat mir gerade gesagt, der hat richtig gespielt, aber ging trotzdem nichts. So, ihr habt gar nicht mit Winfried gespielt, sondern mit? Jawohl. Männer, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und seid ihr alle hier? Spielt ihr alle hier beim SV Lörb? Ja. Jawohl. Beste Verein in Gladbach, ganz klar. Bald Bundesliga, kommt Stadion dahin. Dann geht das hier ab. Trainer ist schon mit dem Anzug, ne? Das ist überragend. Champions League. Männer, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Ich hoffe, der Wilfried konnte euch noch ein bisschen ein paar Tricks zeigen. Ne? Nächstes Mal Beine zu, ne? Wisst ihr ja. Ne? Kommt das Netz da rein. Die Jungs hier sind vom Bullshit TV. Die kennt ihr bestimmt, wenn ihr bei YouTube guckt. Die machen immer nur so Blödsinn. Komm mal einmal alle zusammen hier. Ich sag Win und ihr sagt Fried, okay? Win! Fried! Yay! Yeah! Sehr gut. Okay, danke euch. Danke, viel Spaß. Mama sind scheiße.